Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Ich habe heute eine sehr interessante Diskussion hier in der Immocation-Gruppe gesehen. Da ging es so sinngemäß darum, also jemand besitzt eine Wohnung in einer WEG, also eine Wohnung in einem geteilten Mehrfamilienhaus, Wohnungseigentümergemeinschaft, und irgendwas war da halt an dem Haus kaputt und musste in Ordnung gebracht werden. Und ganz offensichtlich ist es so, dass die Rücklagen, die die WEG gebildet hat, nicht ausreichen, um diese Maßnahme zu bezahlen. So vom Grundsatz her ist ja die Wohnungseigentümergemeinschaft, die hat eine Verwaltung. Die Verwaltung sollte so schauen, wie ist das Objekt in Schuss, was muss da die nächsten Jahre gemacht werden, vernünftigerweise. Und um das halt zu machen, muss da sollten Rücklagen gebildet werden, jeden Monat über das Hausgeld. Und wenn die Maßnahme dann ansteht, ist genug Geld vorhanden, um das zu bezahlen. Und alle leben in Frieden und Einträchtigkeit. Und dann wird halt die Maßnahme, wenn die bezahlt ist, weiter neue Rücklagen für die zukünftigen Maßnahmen gebildet und niemand hat irgendwelchen Stress. So wäre das jetzt in einer gerechten Welt, ist es allerdings in aller Regel nicht. Deswegen bitte auch meine dringende Empfehlung, jetzt im Rahmen der Ankaufsprüfung für eine Wohnung einfach mal zu schauen in Wirtschaftspläne, in Protokolle der Eigentümerversammlung, was ist da so im Gange, was wurde gemacht, was kann da kommen, welche Maßnahmen wurden diskutiert, vielleicht umgesetzt, nicht umgesetzt, aufgeschoben. Es gibt Uneinigkeit, dass man darauf vorbereitet ist. Nun ist es halt häufig in der Praxis so, dass nicht genügend Rücklagen gebildet werden aus verschiedensten Gründen und dann ist irgendeine Maßnahme steht dann halt an, entweder geplant oder ungeplant und die muss bezahlt werden. Und wenn dann nicht genug Geld in dem Rücklagentopf ist, dann wird eine sogenannte Sonderumlage beschlossen. Das heißt, jeder zahlt jetzt Betrag X, dass halt der notwendige Kapitalbedarf aufgebracht ist. Und dann wird die Maßnahme bezahlt. Deswegen, weil sowas halt immer mal passieren kann, ist halt meine Empfehlung. Der Marco und der Stefan schreiben ja in ihrem Buch, man sollte immer mindestens 10.000 Euro so allgemein in der Hinterhand haben, um in irgendwelchen Notsituationen flexibel zu sein. Meine persönliche Meinung ist, dass 10.000 Euro Gesamtliquidität für sich selbst und für seine Immobilie vielleicht sogar ein bisschen kurz gegriffen ist, aber das kann ja jeder halten, wie er mag. Also die zweite Variante ist, dass es eine Sonderumlage gibt. Wenn jetzt aber die Situation so ist, dass die Eigentümergemeinschaft, weil da vielleicht einige in der Eigentümergemeinschaft finanziell irgendwie halb tot sind, die diese Sonderumlage nicht aufbringen können, dann ist natürlich ein Problem dabei, wenn irgendwas gemacht werden muss, muss es ja einer bezahlen. Und da kommt halt häufig mal so diese Frage auf, ob die WEG einen Kredit aufnehmen kann. Juristisch steht dem nichts im Wege. Also das erstmal ja, eine WEG kann einen Kredit aufnehmen, das ist alles super. Problem ist, den dann wirklich zu bekommen, ist ein bisschen schwierig. Das machen nicht alle Banken, sogar die allerwenigsten aus meiner Sicht aus guten Gründen. Weil da gibt es ein Problem, wenn jetzt so ein Kredit aufgenommen werden muss, dann bedeutet das ja, dass die Eigentümergemeinschaft aus irgendwelchen Gründen nicht fähig war, einen vernünftigen Finanzplan aufzustellen und vernünftige Rücklagen zu bilden, sprich, dass da vielleicht nicht so eine richtige Haushaltsdisziplin da ist. Und eine Bank tut sich generell immer ein bisschen schwer damit, jemanden Geld zu leihen, der nie in der Lage war, welches zu sparen. Das ist ein Problem. Das ist auch immer so ein Grund, warum Banken im Rahmen der Finanzierungsprüfung irgendwie so den gesamten finanziellen Background checken. Und natürlich ist es für die Banken ein bisschen unübersichtlich, wer ist da irgendwie also es ist klar, wer ist der Darlehensnehmer, aber dann muss man so prüfen, wer sind eigentlich die wirtschaftlich treibenden Kräfte dieses Darlehensnehmers, wie ist da die wirtschaftliche Substanz und die Kapitaldienstfähigkeit. Und weil das bei so einer WEG mit vielen Teilnehmern, die vielleicht schon Finanzprobleme hatten, ein bisschen aufwendig und mühsam ist, wollen das halt irgendwie die allermeisten Banken nicht. Und das ist aber, die Banken sind ja nicht blöd. Wenn jetzt so eine WEG aus, ich glaube in dem Beispiel waren es 24 Parteien oder so, dann will die Bank logischerweise natürlich, dass alle 24 Teilnehmer dieser Wohnungseigentümergemeinschaft für den Kredit haften und gerade stehen. Und das bedeutet nämlich, dass ihr gesamtschuldnerisch für diesen Kredit haftet. Also wenn die WEG, keine Ahnung, 20 Parteien oder 24, die muss halt für irgendeine Maßnahme einen Kredit von 100.000 Euro aufnehmen und jetzt mal im allerunwahrscheinlichsten, schlimmsten Fall die anderen 23 zahlen alle nicht, dann steht ihr für die vollen 100.000 Euro gerade. Und das ist natürlich sehr unangenehm, wenn man die gerade nicht hat. Ist auch ein bisschen
unangenehm, wenn man selber neue Immobilien kaufen will und steht aber mit so einem WEG-Kredit noch irgendwo im Feuer finanziell. Da ist die Bank sogar gesetzlich verpflichtet, solche. Das heißt, Eventualverbindlichkeiten in voller Höhe, sowohl in Höhe der Forderungen, also in Höhe der Schulden, die ihr habt, als auch der daraus erwachsenden monatlichen Rate voll in eurer Vermögensbilanz und in eurer Kapitaldienstfähigkeit anzurechnen. Was bedeutet, dass ihr sehr wahrscheinlich, wenn ihr gesamtschuldnerisch für einen WEG-Kredit haftet, finanziell platt seid und von keiner Bank mehr Geld bekommt. Das ist das kalkulatorische Problem. Und wie gesagt, kann tatsächlich, wenn Kreditnehmer dann ausfallen, wenn der WEG-Kredit nicht mehr bedient wird, dass ihr wirklich für den gesamten Kredit haften müsst. Dass ihr jetzt irgendwie von 20 Leuten der Einzige seid, der bezahlt, ist vielleicht nicht ganz wahrscheinlich, aber in einer WEG, wo die Eigentümergemeinschaft nie in der Lage war oder willens war, Rücklagen zu bilden, ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass mal signifikante Teile der Eigentümergemeinschaft irgendwie ausfallen und wirtschaftlich umkippen. Und dann steht ihr halt damit gerade und habt dann plötzlich finanzielle Aufwendungen, die ihr nicht eingeplant habt oder nicht haben wollt. Deswegen halt wirklich, also meine Empfehlung ist, A, die Unterlagen im Rahmen der Ankaufsprüfung natürlich genau zu prüfen und zu schauen, was sind da, was kommt da, was sind da die Risiken, und dann überlegen, kann ich damit umgehen und will ich damit umgehen. Grundsätzlich, jetzt vielleicht, wer vielleicht gerade Anfänger ist und hat jetzt finanziell auch noch nicht den allerstärksten Rücken, würde ich halt irgendwie von Wohnungseigentümergemeinschaften mit unzureichenden Rücklagen und mit schwachen wirtschaftlichen Teilnehmern vielleicht erstmal Abstand nehmen. Andererseits kann es natürlich auch irgendwo ein sehr, sehr gutes Geschäft sein, nämlich in dem Moment, wenn ihr jetzt eine Wohnung in einer Eigentümergemeinschaft habt, wo ihr von dem Objekt, der Lage und allen grundsätzlich überzeugt seid. Dann ist es natürlich sehr charmant und ihr wollt euch vielleicht in dem Objekt ein bisschen breit machen, dann zu sagen, wenn jetzt irgendwelche Leute Stress haben wegen ihrer Wohnung, können die Maßnahmen nicht machen, können die Sonderumlage nicht bezahlen. Und ihr seid finanzkräftig, könnt ihr natürlich sagen, hier kommt, wenn ihr euch das Objekt nicht mehr leisten könnt, ich kaufe dir das ab für einen vernünftigen Kurs, mit dem wir beide leben können. Und kann mir dann so Stück für Stück so ein ganzes Objekt, wenn ich es vielleicht gut finde, unter den Nagel reißen. Sollte ich allerdings wirklich nur machen, wenn ich das Know-how dafür habe und auch den finanziellen Rücken, dass ich dann wirklich A, die Maßnahmen halt maßgeblich auch alleine bestreiten kann, und dass ich halt auch die Möglichkeit habe, da weiter anzukaufen. Sollte ich natürlich, wenn ich mehrere Wohnungen in einem Standort, an einem Objekt habe, so ein bisschen über das Thema Klumpenrisiko nachdenken. Die ganz heimtückische Variante, das ist jetzt so ein Insider-Tipp, ihr könnt natürlich, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft einen Kredit braucht und ihr habt richtig Kohle, könnt ihr auch als Privatperson oder vielleicht auch als juristische Person, je nachdem wie ihr da vertreten seid und da Wohnungen kauft, könnt ihr natürlich auch einen Kredit, ihr selber als Kreditgeber gegenüber der WEG auftreten, lasst euch das grundbuchlich besichern, und wenn dann ein anderer Eigentümer unter Druck geraten und können das nicht mehr bezahlen, habt ihr ja eine grundbuchliche vollstreckbare Sicherheit und könnt dann somit sofort eure Forderung vollstrecken und euch so noch einfacher die Wohnung unter den Nagel reißen. Das sollte man aber echt nur machen, wenn man es finanziell wirklich kann und auch das Know-how und auch das juristische Verständnis dafür hat, wie man sowas macht. Also ist jetzt auch kein klassischer Anfängertipp. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, ciao.